Nee. Für die Anwendungsaufgaben Stand. Für Blau müssen wir als erstes Yoko Otoshi werfen, aus zwei verschiedenen Situationen. Als erstes machen wir es aus der Kreisbewegung. Das heißt, wir nehmen uns unseren Partner, ziehen ihn jetzt ganz stark nach rechts. Wir gehen davon aus, dass er dann wieder so ein bisschen nach links zuckt als Reaktion und werfen ihn dann. Und als nächstes dann dasselbe aus der Rückwärtsfallübung, aus der Rückwärtsbewegung. Ziehen einfach über uns. Wir zeigen euch den Ashi Ochimata ebenfalls aus zwei Situationen. Als erstes, indem ich Ochigari ansetze, er steigt über und dann mein Ashi Ochimata durchbringe. Ich gehe hier auf seine Linie, auf eine Linie mit ihm, mit den Füßen her und drehe ihn jetzt zur Seite und gehe dann mit meinen Füßen. Und als nächstes mache ich das aus meiner Rückwärtsbewegung. Und als letzten machen wir noch Yokogake, einmal aus der Vorwärts-, einmal aus der Rückwärtsbewegung. Wir machen das erste Mal rückwärts. Wir müssen den Fuß, wenn er hier vorkommt, stoppen. Beziehungsweise, also wenn es soweit ist, das ist schon so einfach. Normalerweise, in dem Moment, wo wir hier an ihm rumzuckeln, wird er den Fuß nicht mehr freiwillig hergeben. Wir können ein bisschen nachhelfen. Stoppen den da, springen hier ein ganz kleines bisschen rum. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier den Arm nach oben heben, ihn damit anheben, hier nach unten schieben. Damit verbringen wir ihn. Der Fuß ist nur noch das Sahnehäubchen da. Das Ganze zeige ich jetzt nochmal aus der Bewegung. Und vorwärts. Okay.